herzliches Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier zu Ork Über Survival mit der Nickel. Hallo. Auch von mir ein herzliches Willkommen, meine Lieben. Ja, im Survival Training hoch 10. Yay. Und diesmal melden wir uns mal wieder von einem anderen Server. Mal wieder. Auf dem wir eigentlich nur noch zocken. Gerade zur Zeit, ja. Wir sind auf Onkel Bens Server. Und haben ja auch schon einiges getan. Du schwebst bei mir gerade. Auch cool. Jetzt nicht mehr. Da hat er uns nämlich eingeladen mit ein paar anderen Spielern. Und da zocken wir gerade zur Zeit. Und haben schon sehr viel erreicht. Auch sehr viel gebaut und sehr viel getamed. Und wie es hier aussieht, wollen wir euch einfach mal zeigen, was wir so alles erreicht haben. Eigentlich schon mehr wie bei uns auf dem Server. Ja, und viel, viel mehr. Eigentlich schon fast sinnlos zu viel mehr. Weil wir den Platz eigentlich niemals irgendwie vollstopfen können mit irgendwelchen Sachen. Ja, egal. Wir machen jetzt einfach einen Rundgang und zeigen euch, was hier so abgeht. Und zwar haben wir hier die Hütte, die Inneneinrichtung. Wir gehen, glaube ich, echt kurz einmal raus, um zu zeigen. Hab ich doch gesagt, wir sollen von außen anfangen. Wie das aussieht, wir sind hier komplett im Süden. Wenn man Karte guckt, komplett im Süden. Und haben hier wirklich ein riesen Gebäude gebaut, das dreistöckig ist, den kompletten Fluss entlang ist, bis vor zum Wasserfall runter. Wo dann die andere Base der anderen sind. Da gehen wir nachher auch noch hin, das zeigen wir euch dann noch. Und wie gesagt, es ist eigentlich fast so sinnlos, weil wir eigentlich uns die meiste Zeit nur hier aufhalten. Ja, aber wir mal gucken, ja, kommt ja noch viele Generatoren und so, von daher mal gucken, genau, was wir noch bauen können. Und zwar haben wir hier quasi erstmal eine kleine Inneneinrichtung mit Öfen, Steinofen, Schmiede, Schmidt und Schmiedi, genau. Einfach ein Schmiedeplatz, wo man einfach sagen können, wir können jetzt eine Spitzhacke oder wie heißt das Teil? Wie nennt man das? Eine Armbrust machen. Armbrust, mein Gott, die jetzt auch neu im Sortiment ist, wenn man neu craften kann. Ja. Und da halt, wie man es halt kennt, Feuer und halt unsere Narkotik, unsere Drogen. Will ich dir eigentlich Schaden zu, wenn ich dich damit abschieße? Ja. Echt? Okay. Ja, unsere Drogenschmiede hier. Und dann haben wir auch zwei Kühlschränke, die voll gepackt sind. Also ohne Witz. Die Kühlschränke sind ja Trockenöfen. Ja, aber es ist echt viel Zeug, was wir gesammelt haben. Ah, boah, hast du alles voll gemacht. Ja, ich habe fleißig gesammelt. Bisschen. Ja, was? Das ist einmal. Ja, fein. Ja, ist ja nicht schwer mit den Sachen, was wir haben. Genau. Aber dazu gleich mehr. Dann haben wir unsere Kisten, wo wir unser ganzes Zeug lagern, haben eigentlich auch, was wir viel haben, ist eigentlich Hide. Nein, hier. Holz haben wir auch viel. Ja, Hide haben auch um die 2, 4, 6, 1000 fast. Also von da haben wir echt viel gesammelt, auch viel einzelne Füße und so. Rein. Ja, es regnet. Und natürlich wird er mein Sortiersystem Holz, dann kommt Fiber, dann kommt Thatch. Dann geht's weiter mit den, wie heißen die Dinger, Flint. Dann haben wir hier Kohle, dann ist Stein, da ist Hai drinnen. Da haben wir so, was wir halt schon gecraftet haben, aber noch, jetzt gerade noch nicht brauchen. Dann haben wir die ganzen Blueprints da drinnen und da ist Waffen, glaube ich, die man... Ja, genau. Ja, und so haben wir quasi hier die erste Etage, haben dann hier hinter einen Hinterausgang, wo wir dann quasi Kompost und so haben, dann müssen wir noch, oh, Fertilizer, einer ist fertig und andere? Auch einer fertig. Ja, wo wir ein bisschen Kompost machen, denn wir wollen unsere Bären noch anpflanzen, demnächst. Ja. Und haben halt hier einen riesen Terrassenaufbau, wo wir echt viel Platz haben, wo wir noch jede Menge Zeug hinstellen können. Was ist denn das? Die Rampe, die schräg runter geht, die müssen wir noch umbauen. Andere Ding, das Ding, was hier absteht. Ja, das ist die Rampe. Okay. Ja. Und dann haben wir auch ein zweites Stockwerk, wo man dann hoch kann. Ja! Ich muss tatsächlich sagen, ich verlaufe mich hier drin immer. Wo wir halt unser Bett haben, falls wir sterben. Wo es dann auch hier rausgeht, wieder oben auch rein kann. Und dann, ein Bett in einem ganzen Stockwerk. Genau, wo wir dann hier auf dem Dach gelandet sind. Und dann haben wir noch ein drittes Stockwerk. Zack. Irgendwie kann ich immer nie die Treppen benutzen. Jetzt so. Drittes Stockwerk, das noch leer ist. Was einfach dazu dient, ganz nach oben zu kommen.
Denn da oben ist ja noch eine Klippe, wo unsere Dinos geparkt haben. Und das soll quasi kleine Außenposten sein. Ja, geh rüber, komm, geh. Okay. Wo wir dann einfach hier rüber können und nicht außen rumlaufen müssen. Genau. Im Hintergrund. Pascal, wie willst du da hinkommen überhaupt? Hinspringen? Wohin springen? Zu ihm hin. Ja, springen? Problem? Nee, ich fahr bloß wieder rum. Ja, und dann haben wir unsere Dinos geparkt und wie ihr schon hier einen seht, unser tollen Flugsaurier haben wir getamed. Ja, ein Pteranodon, bist jetzt echt gesprungen. Ja, natürlich. Den haben wir uns angetan. Dann haben wir noch, was wir ganz vergessen haben, am Anfang zu zeigen, wo wir unten waren. Was hier unten steht, Raptoren, Dodos, Triceratops und Mammut, das Mammut. Ja. Also ich benutze meistens Brunhilde, also den Tricera und den und das Mammut, um eben Holz zu farmen, sowie Fiber und Hedge. Weil wenn man es farmt, dann farmt man halt da ordentlich. Und sobald wir halt den Sattel fürs Mammut haben, können wir noch ordentlicher Holz sammeln, denn mit Mammut ist es einfacher. Ganz einfach runter zu rüber zu hupfen. Ja. Ich stehe jetzt unten und komme hier nicht mehr weg. Bist runtergefallen oder was? Ja klar. Vor allem als wir Mammut getamed haben, war er Level 45 und hat 20 Level dazu gekriegt. Also es war schon krass, dass der jetzt schon Level 75 ist. Schon übel. So, bist 6 du. So. Kommen jetzt rüber nochmal. Genau. Dann haben wir noch weitere Dinos. Es war ja noch nicht alles. Also was wir hier schon an Leistung gebracht haben. Ist ja echt ganz toll. Nämlich, wir haben hier vor unserer Schnauze einen Stegosaurus. Ist nichts Besonderes. Den hatten wir auch schon mal. Ein Ankylo hatten wir auch schon. Nochmal ein Triceratops. Und auch nicht interessant. Ja, hier. Ja, hier haben wir noch hier so eine Schildkröte, ist auch nicht unbedingt interessant. Ein Skorpion, ein Dilophus, auch nicht interessant. Aber die größeren Geschöpfe, die hier rumstehen, die sind wieder interessanter. Und zwar Littlefoot. Das haben wir den hübschen Littlefoot stehen und davor haben wir den weißen T-Rex, der eigentlich auch ganz schön stattlich und hübsch ist. Ja, vor allem weiß, echt edel. Ja, schaut echt schön aus. Gut, okay, bei mir schaut es vielleicht nicht ganz so toll aus. Bei mir hat er einfach bloß orangene Augen. Ich gucke jetzt mal ganz kurz nach hinten und schaue mir den mal von nah an. Ja, doch, er schaut schön aus. Ich weiß nicht, ob du jetzt vielleicht mal ganz kurz zu mir gucken willst, ob du den Unterschied mal anschauen möchtest. Ja, da fehlen die Texturen. Ja. Ja, wir haben da ein bisschen uns Zeit genommen und haben die dann getamed. T-Rex war ja eigentlich wirklich ein Fang. Der konnte nicht hoch, da unten an der Klippe. Tja. War halt unserer. Und dann haben wir noch hier ein Kano, stattlich Level 66, der unser Fleischfresser ist, der unser Fleisch sammelt ohne Ende. Wenn wir mit dem reiten und Fleisch holen gehen, das ist unsere Kühlschränke, oder unsere Öfen, besser gesagt, oder Kühlofen, oder wie sie auch immer heißen, immer stattlich voll durch ihn her, weil er einfach alles umbringt, was kommt. Einfach umlaufen geht nicht, ne? Nein. Ich wollte jetzt den einfach mal kurz umparken. Ja, und dann haben wir auch noch Atlas getamed. Atlas. Ja, wir können jetzt auch fliegen. Uhu. Der liebe Ben, ich habe die Adler ja getamed, ne? Aber ist gestorben, ich musste helfen. Sonst wäre es nicht gegangen. Ja, okay, jetzt waren 5 Adler auf einem Haufen. Und ich habe einfach mit der Armbrust einfach auf alle drauf geschossen und alle abgeknallt. Bis auf eineinhalb, sag ich mal. Einer hat meinen Raptor noch getötet gehabt und der letzte Vogel hat dann meinen Raptor gekillt. Und ja, dann habe ich bloß noch geschrien und nach Hilfe gerufen. Und naja. Nun dann kam ich mit dem Raptor. Ja. Jetzt haben wir zwei Adlers, aber mit denen werden wir in der nächsten Folge ein bisschen rumfliegen und euch zeigen, wie es so aussieht. Wir haben ja zwei, eigentlich drei, aber einer hat Banner ja sich genommen. Hier haben wir noch so einen kleinen Dimorphodon. Genau. Ich finde die total niedlich. Und sie sind sehr gefährlich. Ich bin richtig böse. Ey, bei dir schaut er gar nicht so niedlich aus wie bei mir. Bei mir schaut er total, guck mal, bei mir schaut er total flauschig und ulkig aus. Ja. Bei dir guckt er böse aus. Er ist auch böse, weil wenn du auf dem Raptor sitzt und ihn angreifst, er schießt dich vom Raptor runter und tötet dich. Genau. Das ist mir passiert.
selbst an und nicht alle anderen Tiere, greifen nämlich dein Dinosaurier an, auf dem du sitzt, aber die Flugsaurier greifen dich selbst an. Ja, da habe ich mich so gewundert, ich hatte auf einmal kein Leben mehr und war tot. Das hat mich so geschockt. Naja, es ist halt passiert, so ist es halt. So, dann haben wir hier großteils eigentlich alles gezeigt. Dann werden wir jetzt runter an die Küste gehen, wo der Rest ist, wo drei Dinos noch von uns sind und die anderen Base natürlich. So, wir gehen hier abwärts. Hier seht ihr schon groß gebaut. Links ist die Hauptbase, wo viel der Ben gebaut hat und angefangen hat. Damit hat er gestartet, ja. Genau, da hat er uns dann eingeladen. Wir gehen jetzt erstmal in die Hauptbase hier rein, wie er hier schön gebaut hat. Auch ein paar Dinos, die hier rumstehen, Stegos. Da hat er echt viel Arbeit, viel Heu steckt da drin. Oh ja. Da möchte ich gar nicht mehr Zeit. Ja, der Bronto jedes Mal mit seinem Grinsen. Geil. Und hat er echt hier in der Wand gezogen und alles. Und hier ist Rihanna und Jason und so. Und ich finde auch hier das Wasser, du kannst so geil tief tauchen hier. Ja. Es sind keine Fische, keine blöden Piranhas drinnen. Und das ist wirklich mega tief. Du kannst richtig schön tief runtertauchen. Oh ja. Wundert's, dass da unten keine Perlen oder so sind? Genau. Na, es ist doch nur ein Tümpel in dem Sinn. Das ist trotzdem schön. Ja, hier weiter, hier ist die Dodo-Armee von unserem Muscle Hop, von unserem Playbox. Das aber doch schon arg reduziert. Ja, da sind ja immer über die Hälfte gestorben. 3, 4, 5. Ja, da unten sind nochmal welche. Ja. Ach, da auch. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Seine Dodo-Armee. Und seine Hütte dahinter. Ich gehe ganz gerne nämlich auf die Jagd. Und dann steht, dass der ganze Monitor, der ganze Bildschirm steht voll. Nur Dodo was killt. Komplett voll. Das ist dann nämlich schon auch geil, wenn dann plötzlich 10 Stück auf einmal sterben, weil ein T-Rex einen Hub gemacht hat. Ja. Ja, hier steht unser anderer Adler. Nein, der steht vorne im Steinhaus. Das ist vom anderen Kollegen, der auch einen Adler getämt hat. Der war auch mit dabei, als wir den Mammut geholt haben. Genau, die anderen Triceratops, also hier bauen die anderen fleißig. Also auch schon fleißig mit dabei. Ah, okay. Ja, die Damen sind manchmal echt witzig. Naja, wir gehen weiter, denn es gibt noch mehr. Yeah, Nämlich gibt es dann hier gleich um die Ecke, wenn man hier rausgeht. Hier fehlt noch eigentlich noch eine Mauer, aber egal. Drei weitere Dinos von uns, denn wir haben auch drei Wasserdinos getämt. Yay! Einmal Crocodile Dundee, das Krokodil. Ich wollte unbedingt eins haben und ich habe es endlich geschafft. Ja, über uns am, am Wasserfall ist in seit letzter Zeit ein paar Krokodile immer wieder am Spawnpunkt. Und das letzte Mal haben wir dann dort das Krokodil von dort. Nein, wir sind bei den Ding gewesen, bei wollten eigentlich ein Spino tame. Den haben wir, dann hat er mich ja umgebracht und dann war das Krokodil drüben, wo ihr das Haus gerade seht, gespawnt und keine Sau in der Nähe und ich habe mir gedacht, ein guter Zeitpunkt und das Krokodil hat dann irgendwie nur das Haus ganz angegriffen und dann hatte ich jede Menge Zeit, es einfach zu Boosters zu machen. War ich ganz easy. Fand ich cool. Dann haben wir hier noch zwei andere Geschöpfe. Minzebacke. Ja, ein Ichthyo. Das Wasser schaut schon geil aus. Ein Ichthyo hat die Niki hier auch fleißig getamed. Da haben wir beide eigentlich fleißig ihn die ganze Zeit gejagt, weil es war echt eine Sache. Der hat sich hier, ist er hier verschwommen. Hat sich hier verirrt und dann haben wir gedacht, naja komm, machen wir mal. Und da war ja auch einer neue Dino, wo wir nicht gesehen haben und haben ihn gleich geschnappt. Leider ist das Schwimmen eigentlich ein bisschen schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil du kannst wirklich, also so wie ihr jetzt den seht, das ist das Maximum, weil da kann der nicht aus dem Wasser. Und wenn du dann zu nah an der Wasseroberfläche bist, hängst du halt einfach fest. Mhm. Das ist ein bisschen doof gemacht. Ganz besonders, wenn es jetzt auf dem offenen Meer so ein bisschen wie so mit dem Delfin so über Wasser springe, wäre halt dann doch schon geil gewesen. Tja, aber ist wohl nicht so. Und dann haben wir noch den Megalodon. Den Mega-Hai. Vor allem echt
echt gruselig, wenn man vor ihm steht. Aber er frisst Piranhas so mit einem Haps. Der hat schon echt mega Angriff. Also da habe ich schon Respekt vor dem. Aber wir werden auch noch ein Unterwasser-Abenteuer bestreiten. Wir haben ja einen Sattel für den Ichthyo und einen Sattel für den Sarko können wir bauen, also fürs Krokodil. Wir werden wahrscheinlich auch demnächst dann eine Runde schwimmen gehen. Für Megalodon leider nicht, denn den kriegen wir viel später. Aber es wird ja reichen. Der mal einen angucken, finde ich so genial. Ja. Dann haben wir hier die Hütte vom Ben, der hier alles schön baut. Aus Stein. Der seine Generatoren, seine Farm und so alles hat und unseren anderen Adler hier stehen hat. Voll interessant. Der baut ja auch fleißig. Oh. Ja, kämpfen. Mach's tot einfach, komm. Mach's einfach tot. Hermann will helfen. Kriegst du es hin noch, oder? Ja. Yeah. Das ständige durch hin und her gelaufen, geht immer voll auf die Nerven. Ah. Hermann ist gut, kannst ruhig bleiben. Gut, dann haben wir hier noch angefangen zu bauen. Und zwar wollten wir hier unten eine kleine Base noch machen für unsere Wasser-Dinos. Und da hat die Niki hier quasi hier schon einen kleinen Posten gebaut. Und ich habe angefangen, hier die Wände durch den Fluss zu ziehen. Was sich halt sehr, sehr schwierig aber ist. Ja. Dann ganze Zeit tauchen, dann ist kalt, man braucht ganze Zeit fressen, die Wände werden immer falsch rum. Und dann ist Piranhas, aber gerade sind da keine. Aber wir sind dran und wollen für unsere Wasserdinos natürlich auch hier was zaubern. Oh, sind gerade echt keine. Das erste Mal schön durchschwimmen. Yay! Auf jeden Fall cool und das wird natürlich auch noch was Geiles werden mit der Mauer und alles. Ja. Richtig schöner Platz hier unten und gerade Ebene. Wir haben oben zum Beispiel das Problem, jedes Mal, wenn wir uns einloggen, glitschen wir anscheinend durch den Boden und ertrinken jämmerlich unten in unserem kleinen Tümpel, worauf wir unser Haus gebaut haben. Und das ist echt mehr wie nervig. Ja, deswegen haben wir unten auch noch was und das soll natürlich auch schön werden. Und dann natürlich zu guter Letzt haben wir hier natürlich die Brücke, die ihr gerade gesehen habt beim Krokodil. Wo es dann rüber geht über den Fluss. Die leider noch nicht ganz fertig ist. Ja, der gute Ben baut hier gerade die Brücke rüber, damit man einfach schneller rüber kann und nicht immer schwimmen muss. Noch nicht ganz fertig, aber fast. Und dann kommt natürlich hier wieder eine Hütte von zwei Kollegen, die hier fleißig am Bauen sind. Die hier schöne Holzhütte gezaubert haben. Auch eigentlich auch gerade auf dem Server sind, soweit ich weiß. Aber gerade irgendwie lost sind. Keine Ahnung, wo die sind. Geht hier? Kannst nicht lesen, ich muss da näher rangehen. Ups. Da steht Sky und Zerkokal. Sky und Zerkokal. Oh ja. Und natürlich hier den Dinos von den zwei, die sie getamed haben. Auch Mammut, da war ja mit dabei. Und Stegos und Triceratops und Raptoren und alles drum und dran. Den reingequetscht, aber okay. Ja, das passt schon. Ja, wahrscheinlich Ben gemacht. Ja, wahrscheinlich. Ja, das ist quasi, was hier schon alles so passiert ist. Also ist eigentlich schon jede Menge Zeug hier drauf, jede Menge Dinos haben wir. Und ja, das wollten wir euch mal zeigen. Und im nächsten Part werden wir dann eine Runde fliegen mit den Adlern. Bisschen die Insel von oben anschauen und dann denke ich mal im übernächsten Part ein bisschen unter Wasser schwimmen und mal da tauchen gehen und gucken, was da so Schönes gibt. Denk mal, freue mich auch drauf. Hört sich gut an. Das haben wir nämlich noch nicht gemacht. Auf jeden Fall. Gut, dann würde ich mal sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen und Kommentar da, wie es euch gefallen hat und seid dem nächsten Part hier dabei, wenn es weitergeht und wir eine Runde fliegen gehen. Ja! Yay. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!